Hallöchen, so wie wir das bereits kennen, sind wir natürlich wieder direkt von unserem guten Kollegen Bless in einem Gespräch rausgelassen worden mit dem Mauszeiger auf Doom mittendrin. So, sucht ihr vielleicht nach mir von Safcon und es will nicht, so wie ihr zu wissen. Sucht ihr vielleicht nach mir, du bist bestimmt Safcon. Komm, wir bringen dich nach Hause, Raubi ist schon ganz krank vor Sorge. Hooray! Ich hatte Angst, also habe ich meinen Panzer gehärtet und gewartet und gewartet. Danke. Gut, das ist ja super. Willkommen zurück, Safcon. Danke, Robby. Und euch danke ich auch, Sonic und Swampy. Aber ich habe gar kein Geld. Oh nein, nein, wir wollen auch gar keine Belohnung. Wir sind glücklich, dass Safcon wieder gesund zurück ist. Cool. Ihr seid noch viel cooler, als ich dachte. Ich will auch einmal einem Retterteam beitreten, wenn ich groß bin. Ja, das wäre großartig. Gib diesen Traum einfach nicht auf. Mir kommt da eine Idee. Swampy, wir sollten etwas mit diesem Ort hier machen. Wir sollten hier eine richtige Retterteam-Basis einrichten. Eine, die einfach beeindruckend ist. Das ist cool, eine Basis. Eine Basis ist cool. Wenn ich groß bin, will ich auch hier arbeiten. Ich auch, ich auch. Haha, das werden wir machen. Strengen wir uns an und bauen eine richtige Retterteam-Basis. Yay! Swampy und Sonic, nochmals vielen Dank. In Ordnung, dann mach's gut und pass auf dich auf. Yay, damit hätten wir auch wieder einen Dialog hinter uns. Seufzt, wir haben zwar nichts verdient, aber wir haben das Richtige getan. Und wir haben Gengar gezeigt, dass er mit uns nicht einfach umspringen kann, wie er will. Das war ein anstrengender Tag. Lass uns morgen weiter Gutes tun. Gute Nacht. Tja, für uns heißt es aber nicht gute Nacht, jedenfalls nur zur Hälfte. Ich spreche jetzt einfach dreist wieder hier. Komm. Drück. Für uns heißt es nicht gute Nacht, für uns heißt es direkt weitermachen. Stress pur hier. Am nächsten Morgen. Yay. Na? Zombie, guten Morgen. Lass uns heute wieder anderen helfen. Hallo? Wer könnte das denn sein? Seid ihr das Retterteam Disco? Allerdings. Was? Moment, bist du nicht? Flashback! Bitte helft meinem Freund. Bitte, ich brauche Hilfe. Ja gut, das hatten wir ja schon mal. Das brauchen wir eigentlich nicht vorlesen. Ich erinnere mich. Papunga vom Pokémon-Platz. Wir haben gesehen, wie Tengulis deinen Rettungsjob übernommen hat. Ja, aber Tengulis, er ist noch nicht von seiner Rettungsmission zurückgekommen. Du machst Witze. Unser Freund Papunga wurde zwischen zwei Felsen eingeklemmt. Und ich musste mich kratzen. So, Pakung. Wir Papunga können zwar überall hin, wenn uns der Wind trägt, aber obwohl dichte Wolken am Himmel stehen, weht komischerweise nicht das kleinste Lüftchen. Nicht einmal eine Brise? Das ist seltsam. Tengulis kann mit seinen Blätterventilatoren starke Winde entfachen. Wir dachten, Tengulis könnte unseren Freund mit einem genügend starken Wind befreien, aber Tengulis ist noch nicht zurückgekommen? Das klingt. Dabei klingt der Rettungsjob nicht gerade nach einer Herausforderung. Das ist doch seltsam. Oh, das ist die richtige Einstellung, Swampy. Ich sehe dir an, dass du bereit bist. Also gut, wir werden sie suchen. Ja, schön, dass du uns überhaupt fragst. Wirklich? Vielen Dank. Kein Problem, du kannst auf uns zählen. Auf geht's, Swampy. Ich find's ja toll, wie ich gefragt werde. Ich muss Swampy. So, okay, was haben wir denn hier? Ach, da hat jemand sogar mal die ganze Post geprüft. Das finde ich ja gut. So, Jobliste haben wir auch nicht. Was haben wir? Items. Das können wir hier eigentlich mal hier Team Swampy geben. Kraftband geben. So, nimm. Ja, nee. So, okay. Items, was haben wir noch? Gelb-braun Strahlorb. Das können wir eigentlich weg. Okay, wir müssen dann direkt mal in die Stadt. Yay!
So, Hallöchen, ja. Ich wollte nicht kaufen, ich wollte verkaufen. Verkaufen. Was möchte ich verkaufen? Das geht hier nicht, Leute. Echt nicht. Ich versuche es, aber es geht nicht. Okay, den Strahlraub verkaufen. Ja. Noch was anderes. Das Top-Elixier behalten. Erstmal. Oh, genügend Lebersamen. Ist ja schön. Hirsefbeere verkaufen. Ja, komm, die 5. Okay. Nehmen wir mit. Was haben wir noch? Top-Elixier am Ende. So viele Äpfel braucht da auch kein Schwein. Aber die verkaufen wir jetzt nicht, weil ich zu faul zu bin. Die packen wir jetzt ins Lager. So, hier kann man nämlich wenigstens mehrere Sachen auswählen. Die packe ich jetzt auch erstmal ins Lager. Hoffentlich frisst mir die hier keiner weg. Die Belebersamen packen wir auch ins Lager. Und ein Top-Elixier. So. Ja, das ist alles. Fein. Okay, so. Zacki. Ah, Snobillikat. So, dann lagern wir doch direkt. Wie viel möchte ich einzahlen? Ah, nee. Ah, fail. Alles. Einzahlen. So, bis auf. Ja, das heben wir dann gleich einfach ab. Da habe ich jetzt keine Lust zu rechnen. Nehmen. Ja, genau. Einfach alles nehmen. Komm, wir nehmen einfach mal alles. Ja, jetzt lag. Oh, Mädels. So. Nehmen. Nein. Da komme ich auf die Idee, dass ich gleich alles abgeben will. So gierig bin ich ja jetzt auch nicht. So. 42 Poke. Ah, jetzt bin ich die ganze Zeit schon hier verschuldet. Das ist geil. Ich werde sie bestimmt drüber freuen. So, wir machen Missis am Stahlwerk. Okay. 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 Nee, Weißgummi war jetzt nicht. Das ist nicht. Oder was kriege ich dafür? Nee. Das ist mir nicht wert. Was kriege ich hier? Top Elixier. Yo. Belebersamen. Sehr schön. Und was haben wir hier? Weißt du, dass man eine Belohnung bekommt, wenn man eine Rettungsmission erfolgreich abgeschlossen hat? Manche Pokémon gründen nur deswegen Retterteams, weil es Belohnungen gibt. Ja, das würden wir ja nie tun. Wir sind ja nett und helfen den Leuten. So, jetzt rushen wir hier durch. Ich weiß gar nicht, hat uns der gute Quest hier noch das Vieh im... Offensichtlich nicht. Okay, dann gehen wir jetzt aber so. Nee, kein Bock auf die Missy. Aber ich müsste die anderen noch freischalten. Ich hoffe, das ja. Ausüben. Dann kann er mir eine gute Quest geben, wenn er möchte. Ich glaube nicht, dass es tut. In den Stillklamm gehen. Aber erstmal gehe ich noch ein bisschen Zeug sammeln. Belebersamen sind ja nicht schlecht. Und vor allem in dem Dungeon, den ihn da erwartet. Der ihn da erwartet, sind Belebersamen nie ohne. Wenn er sie nicht mitnimmt, aus der Bank selbst schuld. Wenn das tut, dann ja, dann hat das getan. Das ist doch gut. Ich werde ihn garantiert nicht darauf hinweisen. So. So, jetzt mal schwuppdiduppdidu. Was haben wir da oben? Auf dem Radar. Oh, ob der da mal mit. Wechsel. Oh, ja. So wirklich nützlich ist der jetzt nicht, aber man nimmt ihn mit, wenn man ihn findet. Papa. So, fein. Da habe ich ja Lust drauf. Verwirrt sein ist sowieso das Tollste im Spiel. So, aber die Verwirrung abwarten mit beiden Tasten, die es hier zu drücken gibt. Muss man hier gucken, was haben wir hier unten? Boah, Steine! Geil! Gut, war da. Bam! Ausweichen! Und weiter. Das ist ja unglaublich, es läuft hier gerade so schön. Und noch keiner ist jetzt mal gestorben in dem Part. Und ja, einfach mal 3 ist alle Viecher ignorieren. Ich habe eine Zielebene erreicht. Ja schön, was soll ich denn hier machen? Dann werden wir ja schon rausfinden.
Aber gibt's nachzuschauen? Hier ist es so einfach. So, genau. Wir farmen uns hier ein bisschen EP. Hat er gute Quest, die mehr davon. Also schulden wir ihm ja sowieso noch was, wenn wir ihn da drauf gehen lassen. Dann nehmen wir noch die Sinobeere mit, dann hat das leichter. Bam! So, Bruder. Ja, die können wir retten. Ja, du möchtest mir was geben. Schön, entfliehen in Dungeon. Okay, nein, wir wollen nicht raus. Wir haben noch drei Missionen zu erledigen. Zwei. Die eine haben wir nicht angenommen. Stirb! In Pain! So. Ah, die sind wunderschön. Die Erstarops, die sind richtig geil. So, in Horden von Gegnern. Am besten noch Monsterräume. Aber mal so einen Erstarop reinwerfen und dann bewegt sich da nicht mehr allzu viel. Das Kleinstein hat jetzt umgetackelt. Du bist auch drauf, Rabutz. Rabutz. Was der? Rabutz. So, die Wunderfelder, solange das keiner erklärt hat, das weiß ich nicht, machen Attack Down und Verteidigung Down und solche Effekte einfach mal entfernen und sonst nichts. Sind also relativ. Naja, ich finde sie relativ nutzlos. So, dich wollen wir retten. Jo, vielen Dank. Kommt bitte später wieder. Ja, entflieht. Nee, wir wollen noch nicht raus. Ja, wir wollen fortsetzen. Den Stein nehmen wir nicht mit. Wir gehen direkt an diese Trappe. Und wieder die Zielebene. Das ging ja recht fix dann. Ich das jetzt sogar in einem Part. Cool. Ist ja ausgeglichen. Mistkerl. Ah, komm, wir gehen mal zur Seite, damit der andere auch angreifen kann. Bringt nichts, aber. So, stirb. Nix aufpumpen, stirb. Alter. Stirb. Ah, stirb. Na, wenigstens das so. Wir könnten jetzt eine Sinobeere fressen, aber no risk, no fun. So, wir hier Flieh-Orben, ja, den können wir gleich gebrauchen. Haha, ein Scherz. Wir werden ja rausteleportiert, wenn wir die Mission erfüllt haben. Was bist du denn? Sprich mit der Hand. Genau, mit dem da. So, hallo. Na, wen haben wir denn da? Taubsi, ja, retten. Erlangt Zauberkraft. Warum erlangen sie Zauberkraft? Das ist doch strange. So. Ja, jetzt verlassen. Ja, wirklich gehen. Du. So, wir haben es wieder eindrucksvoll mit Angriff verstärkt hingekriegt. Mit dem Item Kraftband. Vielen Dank für die Rettung von Taubsi. Hier ist die Belohnung. 100 Poke. Du. Und ein Top-Elixier. Und wir kriegen 5 Ritterpunkte. Und ein Belebersamen. Yay! Und Top-Elixier. Ja, toll. So viele brauchen wir auch unbedingt. So, vielen Dank für die Rettung von Taubsi. Hier ist die Belohnung. Top-Elixier, wie versprochen. Yay. So. Okay, das war's dann für heute. Gehen wir nochmal schlafen. Dann bereiten wir alles für den Questy vor, weil allzu lange haben wir nicht mehr. Können wir ein bisschen sortieren und das wäre es auch eigentlich schon. Okay, good morning. Flop. Nervige, zeitraubende Animationen. Heute, in der heutigste Folge, Alter. In der heutigen Folge. So, was haben wir hier in der Post? So, die anderen haben das nicht vorgelesen. Also tun wir das auch nicht. Kein Bock drauf. Donnerhalbhöhle. Ich nehme jetzt einfach mal keine Mission an. Lass ihn da eiskalt ins Messer laufen. Unser Kaboom, der wird jetzt besucht.
Hallöchen, na? Ne, das ist der falsche. Du da. Kabumi. Zum Team. Yeah. Ach komm, geh einfach in die Stadt. So, und... Na, allzu lange haben wir nicht mehr. Vielleicht packen wir noch das Zeug auf die Bank und dann... das Geld. Ich muss das Geld zurück. So, lagern. Schön einfach mal hier das Zeug weg, das Zeug weg, das nicht, das nicht, das auch nicht, so, das und das war's auch so. Boah, jetzt sind das ja... Ich bin ja auf Überlänge, ich bin so schlimm. So, und jetzt noch schnell das Geld. Das Geld, Alter, so. Lagern! Zack, 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 zack. Nein! Ah! Jetzt bin ich für 16 Minuten, ich bin so schlimm. Ah, jetzt mach ich schon wieder alles falsch hier. Und nehmen, schnell! Nein, nicht alles. Ah, oh, mach's mir doch nicht so schwer. So, das muss jetzt sein. Okay, dann. Nein, lass mich in Ruhe. Ah! Eine Minute zu lang. Okay, hier, direkt auf den Stadtplatz, damit da keiner was machen müssen. In epischer Pose. Okay, tschüss.